Jasmin, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist auf dem Weg zum Flughafen. Du hast doch gestern gesagt, du kämst dir total überflüssig vor, wenn du mit mir mitkämst. Ja? Aber du bist doch gar nicht von mir abhängig. Ich meine, du bist Schriftsteller. Du kannst von überall aus arbeiten. Von Athen aus? Griechischer Wein. Das wäre ein Traum. Jasmin, ich kann es nicht. Was genau? Den griechischen Wein? Die heiße Sonne? Oder deine Freundin im knappen Bikini? Sagen wir mal, ich fahre mit nach Athen. Ja, was dann? Wie lange würden wir bleiben? Dann wirst du wieder versetzt. Ja, dann kommt die nächste Stadt. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht auf gepackten Koffern sitzen. Ich muss ja nicht jedes Projekt annehmen. Ja, aber das willst du doch. Und wenn nicht, dann wirst du es mir irgendwann mal vorwerfen. Und dann streiten wir und... Wir streiten uns doch auch hier. Also dafür brauchen wir keinen Athen. Jasmin, das ist nicht mein Leben. Das ist deins, nicht meins. Was meinst du damit? Ich lebe in München. Du in New York, Sydney, Barcelona, London, Tokio, Kalkutta, Rio. Ich komm da schon gar nicht mehr mit. Ich schaff das nicht. So viele Bücher kann ich gar nicht schreiben. Thomas, was willst du mir damit sagen? Mit dir lebe ich in einem Traum, aus dem ich nicht erwachen will. Abgesehen von den Momenten, wenn du mich mit Spaghetti fütterst und ich... vergisst, dass es so unnützes Werkzeug wie Gabeln gibt, aber wenn du mich dann verlässt, wovon ich allerdings ausgehe, dann werde ich wieder in die Realität gestoßen. Da bin ich allein. Aber weißt du, dein ganzer Erfolg, die vielen aufregenden Städte bedeuten mir nichts. Sie geben mir bei weitem nicht das, was du mir gibst, wenn du mich in den Arm nimmst. Lass mich nicht gehen. Bitte. Ich muss los.